was letzte Folge geschah. Ich kann mich nicht mehr retten. Ich kann mich nicht mehr retten. Oh, weia. Hallo? Hallo, ja, hallo, hier. Hier unten im Vulkan. Hier unten, bitte, helft mir schnell. Oh, ich hab irgendwas eingesammelt. Ich hab den Eisstab. Was tun wir jetzt? Steine habe ich gesetzt. Oh Gott. Ja, ich stehe auf den Steinen. Nee, hier ist auch keiner. Wo sind die denn alle hin? Da vorne brennt's. Oh Gott. Mein Haus, was ist da los? Schnell, wir müssen mein Haus löschen. Schnell, holt euch Wassereimer. Ja, darf ich bei dir hier vorübergehend quartieren? Guten Morgen. Guten Morgen, ist schon jemand wach? Guten Morgen. Magier, bist du... Hallo, oh. Magier. Guten Morgen. Danke, dass ich hier übernachten durfte. Oh, hallo. Nochmal. So, ich muss mal eben hier los. Ich muss nochmal gucken, was hier denn gerade so los ist. Das ist der falsche Weg. Nein, das ist der richtige Weg. Dein Haus ist nur so ein wenig verwinkelt. Das hat mich ja gestern Abend noch gewundert, als wir hier bei Tisch ein wenig gesprochen haben miteinander und uns gewundert haben. Was denn nun? Meine Güte, es ist noch wirklich dunkel. Ja, es ist noch früh am Morgen. Ich habe hier alle wieder mal geweckt im Haus. Das tut mir schon wieder ein wenig leid. Ja, mein Haus. Es ist kaputt und es wurde abgefackelt. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es der Priester war, weil er angenommen hat, dass ich gestorben bin, weil er angenommen hat, vermutlich, dass ich das Haus nicht mehr brauchen werde, um ein Zeichen zu setzen, dass ich halt nicht mehr hier im Dorf wohne. Das nehme ich jetzt einfach mal so an, beziehungsweise haben der Magier und ich gestern uns so gesagt, obwohl der Priester ja weggelaufen ist. Naja, da war sich wohl ein wenig zu sicher, denn den Gommemod kann man nicht so leicht austricksen. Da ist ein Schild. Du hast es so gewollt? Moment. Das Schild bringt es jetzt aber ein wenig. Du hast es so gewollt. Das Schild, das stützt jetzt aber nicht meine Vermutung. Weil das Schild drückt dir aus, dass er davon ausgeht und auch weiß, dass ich das überlebt habe. Jetzt kann er das einmal nur wissen, weil das Haus vielleicht gelöscht wurde. Boah, glaube ich aber nicht. Oder er hat meine Flucht gesehen. Und hat noch was vor. Vielleicht wusste er ja, dass wir das überleben. Sehe ich hier sonst noch irgendwo Hinweise? Mit einer Fackel ist das natürlich ein wenig besser jetzt zu der Uhrzeit. Nee, also alles immer noch genauso kaputt wie auch gestern. Nur das Schild. Das Schild war gestern nicht da. Das ist neu hinzugekommen. Merkwürdig. Ich schaue mich mal... Okay, ich dachte schon Post. Nee, aber Post habe ich nicht bekommen. Ich schaue mich mal ein wenig. Mein Haus kann ich ja gar nicht mehr bewohnen. Doch, vielleicht habe ich noch oben eine Truhe, wo ich ran kann. Vielleicht haben es ja noch ein paar Truhen von mir überlebt. Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Ah, sieht schlecht aus. Die Truhe war ja genau da und da ist gar nichts mehr. Da war mein Bett so in diesem Bereich. Nee, okay, da muss ich gar nicht mehr hochgehen. Das Haus ist abrissbereit. Das muss weg. Oder neu aufgebaut werden, wie auch immer. So, hier wird auch schon fleißig wieder gearbeitet an den Feldern. So, aber sonst scheinen ja alle gerade zu schlafen. Hier ist wieder jemand im Stall, sehe ich gerade durch die Gitter. Moin, moin! Na, was machen die Schweine? Morgen. Alles gut mit denen? Ja. Na, ich sehe hier nur ein Schwein. Ja. Wo sind die anderen Schweine alle hin? Was hast du mit denen gemacht? Ich dachte, ihr seid hier für Tiere. Die sind doch nicht etwa auf deinem Teller gelandet. Die schlafen noch. Schlafen noch, ach so. Okay, bist du hier also... Also, wenn Schweine fliegen könnten, dann bestimmt auch nur das Schwein, wenn es schon so früh auf ist. Moinsen! So, hallo! Moin! Es wird auch wieder heller gerade. Morgen! Oh, was haben wir denn hier? Versammlung morgen Abend. Mato. Habt ihr es schon gehört? Morgen Abend ist eine Versammlung hier. Von Mato habe ich nämlich schon lange nichts mehr gehört. Gerade eben gelesen. Ich habe ja eh die Vermutung, das habe ich euch ja, auf euch kann ich erzählen, danke nochmal für eure Rettung. Ich habe ja eh die Vermutung, dass manche im Dorf, wie ihr gesagt habt, alle konntet ihr nicht überzeugen. Das hattet ihr mir ja damals schon auf dem Berg bei der Angststatue gesagt. Ich vermute, dass genau diese
Und auch Matu, der alte Häuptling von euch hier, dass er noch auf Seiten des Priesters steckt und euch vielleicht dir irgendwas erzählen wird, im Sinne von, wir müssen Gommel irgendwie jetzt bekommen oder so. Ich habe einen Plan. Pass auf, ich habe einen Plan gerade im Kopf. Schnappt euch TNT, habt ihr Zeit. Seid ihr dabei? Natürlich. Jetzt ganz leise. Klar. Wir müssen flüstern. Klar. Wollen wir den Priester endgültig vertreiben? Wollen wir den Priester bitte? Okay. Okay. Ja, das darf man hier nicht zu laut sagen. Nicht, dass noch jemand irgendwie das mitbekommt. TNT, super. Nehmt das TNT mit. Eine Schaufel brauchen wir. Eine Schaufel. Kann ich mit jemandem von euch tauschen? Ich gebe ihm das Buch und ich bekomme wenig TNT dafür. So ein 32 Stück oder so. Das wäre schon super. Ja, perfekt. Ich habe schon genug. Meine Güte, jetzt schon hier 64. Dann eine Schaufel habe ich auch noch nicht. Mit wem kann mir jemand von euch noch eine Schaufel irgendwie leihen? Moment, ich tausche meinen Angel dagegen ein. Super. Kommt mit. Wir werden jetzt was vorbereiten. Folgt mir einfach. Folgt mir den Weg entlang. Auf Pferden sind wir definitiv schneller. Hupala. Hier entlang. So. Ja, das ist viel besser mit Pferden. Wir müssen zwar auch ein Stückchen weiter schwimmen, aber dafür geht das jetzt hier deutlich schneller. Oh, passt auf. Da sind wieder mal wilde Monster, denen wir hier über den Weg kommen. Hier ist der gute alte Pferdeparcours. Den kennt man ja. Den muss man nur mal meistern. Aber es ist natürlich gar kein Problem. Und dann geht's hier am Rand durch das schöne Blumenfeld dahin. Ah, ich find's schön. Also, wenn man man sollte immer Plan A und Plan B haben. Plus Trick 17. Und ich bin mittlerweile angekommen bei Plan B. Trick 17 sollte man eher bei Plan B verwenden, wenn da irgendwas schief geht. Plan B sieht folgendes vor. Wir werden eine Insel vorbereiten. Meint ihr, wir kommen hier rüber? Nee, ne? Ja, bin ich höher vielleicht. Perfekt! Jawohl! Wir müssen eine Insel mit TNT komplett ausstatten, unterhöhlen damit. Wir müssen alles unter einer der kleinen Sumpfinseln untermauern damit. Damit, falls wir da flüchten müssen später, was ich nämlich gerade so auf dem Zettel habe, denn wir werden bestimmt nochmal flüchten müssen, dann werden wir das so machen, dass wir dort mit irgendwelchen Schnüren das TNT auslösen. Oh Gott, da könnte der Priester gerade stecken. Da sehen wir auch gerade schon die kleinen Inseln, die ich meine. So, das letzte Stück dahin müssen wir schwimmen. Lasst die Pferde hier stehen, wir schwimmen von hier. Einen von euch brauche ich auf jeden Fall, der mit mir nochmal zum Tempel da drüben mitkommt, um Mauzi zu holen. Einer. Die anderen können ja hier die Falle vorbereiten. So. Ich würde sagen, wir nehmen keine große Insel. Die Insel hier sieht wirklich dafür gut aus. Nee, obwohl die ist noch zu weit entfernt. Wenn der Tempel in Sichtweite ist, dann werden wir die erste kommende Insel, wo wir uns dann gerade auch drauf befinden, präparieren. Okay, sehen wir von hier schon den Tempel? Ja, okay, wir sehen von hier den Tempel. Das ist eine gute Insel. Also, ihr nehmt jetzt eure Schaufel zur Hand. Ihr nehmt eure Schaufel zur Hand und geht einfach hier irgendwo runter. Und sorgt dafür wirklich, dass hier die komplette Insel von unten mit TNT gefüllt ist. Die ganze Erde muss hier weg. Hier muss ein riesen Krater später entstehen. Sodass er auch garantiert im Wasser landet. Denn ich glaube, das TNT wird ihn gar nicht so wirklich schwächen können, weil es einfach so zu normal ist. Aber hier dann alles mit TNT von alles voll machen hier unten. Alles voll machen. Und dann hier oben bitte mit einer Schnur, wo er dann rüberläuft. Zum Beispiel hier, das ist gut. Hier an dieser Stelle. Wenn es geht, von hier drüben irgendwie, von hier bis hier irgendwie so eine Schnur machen. Und wenn man darüber läuft, dass er dann das ganze TNT auslöst. Einen brauche ich von euch. Wer kommt mit? Kommst du mit? Okay. Folge mir. Da vorne ist ja schon der Tempel. Da oben auf der Turmspitze. Das sieht man gerade nicht wirklich. Da habe ich Mauzi das letzte Mal gesehen. Da wurde sie vom Priester versteckt. Ich weiß nicht, ob sie da immer noch ist. Ich hoffe nicht. Weil dann hätte sie ja... Aber sie kann ja eigentlich gut klettern. Sie ist da hoffentlich runter. Sie ist hoffentlich da runter. Und hat sich irgendwo selber in Sicherheit gebracht. Mauzi? Sie ist noch da oben. Oh, weia. Okay.
Du kannst dich ja schon mal hochporten mit deinem Zauberstab. Irgendwie nach da oben in die Nähe. Genau, und da schon mal irgendwie was bauen, damit wir sicher Mauzi da runterbringen können. Hörst du mich noch? So. Aber der Priester hat mein Haus abgefackelt und das ging zu weit. Wo ist Mauzi hin? Mauzi! Magier? Gott. Ich halte mein... Da bist du, Magier. Mauzi, ich hoffe, das ist keine Falle jetzt hier. Wir holen dich hier runter, Mauzi. Ganz langsam. Ganz langsam. So, Mauzi, alles gut. Habe ich noch einen Fisch für dich? Ja, habe ich. Mauzi, hier. Gönn dir erstmal die Fische. Wir bringen dich jetzt sicher nach unten. Nein, pass auf, Mauzi, pass auf. Ich wusste doch, dass du gut klettern kannst. Warum hast du das nicht gleich gemacht? Warum bist du... Aua. Warum bist du da oben geblieben? So, Mauzi, ich gehe jetzt mal wieder hier runter. Oh, aua. So. Hier entlang. Mauzi, folge mir bitte. So, wir müssen jetzt schnell wieder zurück. Magier! Magier, wo bist du? Da bist du, Magier. Okay. Lass uns wieder schnell zur TNT-Insel. Und schauen, wie weit die schon fertig ist. Ob da alles voll mit TNT ist. Da vorne. Da vorne ist die Insel. Okay, Mauzi haben wir auch wieder. Ich wusste es, dass wir sie wieder kriegen. Ich wusste es. Ich hatte es einfach in meinem Bauchgefühl. So. Zack. Hallöchen. Oh, Achtung! Gott. Das ist scharf. Ja, ja, ja. Ich wäre beinahe rübergelaufen. Okay, super. Super. Dann lasst uns... Passt auf, dass ihr da nicht rüberlauft. Nicht, dass Mauzi da noch rüberläuft. Schnell weiter. Weg hier. Wieder weg hier. Wir müssen wieder zurück ins Dorf. Am besten ab zu den Pferden. Und dann ins Dorf zurück. Okay, das Dorf ist schon wieder in Sichtweite. Das hat wunderbar geklappt. Das hat wunderbar geklappt. Das ist alles nur Teil der Vorbereitung. Wir müssen viel, viel vorbereiten. Ich bin noch lange nicht am Ende. Aua, 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 aua. Oh Mann, jetzt kriege ich schon wieder Kopfschmerzen, weil mich das Viech da vorne gebissen hat. Na, okay. Also, ich würde sagen, Pferde lassen wir, stellen wir mal eben hier in den Stall. So, zack, hier kannst du stehen bleiben. Und zwar, ich benötige eure Hilfe noch einmal. Magier, ich brauche den anderen Magier. Alle Magier, die es im Dorf gibt, also euch beide, die brauche ich morgen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal alle schlafen, uns ausruhen. Haben viel geschafft. Ich darf wieder bei dir pennen. Wir unterhalten jetzt noch uns wieder beim Glas Wasser ein wenig. Und ich würde sagen, gute Nacht, bis morgen. Man hört sich. Man hört sich. Aber danke für eure Hilfe.